Ja, hallo, willkommen zu dem Restore Talk, Wiederherstellung von Backups. Vorher hatten einige gefragt, es wird nicht Lyra hier rüber gestreamt, sondern hier geht es darum, dass eure Datensicherung am Ende des Tages auch funktioniert. Es ist natürlich wichtig, dass sie nicht nur vorhanden ist, sondern sie muss auch wieder eingespielt werden können. Und dazu wird uns jetzt M etwas erzählen. Dankeschön für die Einleitung. Also heute, mein Talk ist über Restore. Wiederherstellung. Wir konzentrieren uns nicht auf Backup, sondern auf Wiederherstellung. Zu meiner Wenigkeit, ich bin ein Wolkenbetreiber. Heute bin ich Wolkenbetreiber, sprich, ich kümmere mich um eine Cloud und da um alle Probleme, die es damit gibt, einschließlich Backup und Restore, meine Kontaktdaten. Hier haben wir mal ungefähr eine Beispielwolke, wie die aussehen kann, was alles für Dienste laufen. Da haben wir oben Nginx, der macht den Load Balancer, der verteilt das, die Pfeile, die weiß, kleinen Pfeile sind, was verteilt wird an die verschiedenen Dienste, haben Postfix, Mailserver, Dovecode, IMAP, SlabD als User-Datenbank, Keycloak, wir haben Single Sign-On, das heißt, alle Nutzer-Logins werden dann verteilt vom Keycloak, der holt sich seine Daten beim SlabD, beim LDAP, und verteilt dann die Nutzeranfragen auf die verschiedenen Dienste. Ich habe beispielhaft mal da ein paar Dienste aufgeschrieben. Nextcloud vor allen Dingen, das Wichtigste an der Stelle. Zweimal, weil ich gleichzeitig auch eine Testinstallation habe, also um Backups zu testen zum Beispiel. Da habe ich einen OneDev, so ein Git. Und die kleinen runden Kreise sind die Postgres-Datenbank, die dranhängen. Wir haben immer Dienste, die Daten haben und Datenbanken, die auch noch Daten haben. Die müssen alle gesichert und wiederhergestellt werden. Zu den Farben. Die gelben sind Dinge, die sind direkt bare bone auf dem Rechner. Die abgerundeten Ecken sind die gedockerten Teile. Also wir haben einen Docker-Container, mehrere. Wir haben bare bone Sachen drauf. Die Postgres-Datenbanken hängen immer da dran. Als momentan nicht eine große, sondern an jedem Dienst eine. Kann man auch anders machen. Und die weißen oben sind die Dinge, die direkt im Netz hängen. Also alles, was reinkommt, kommt CodeTurn, der muss extra laufen, damit der schnell läuft. Und der nächste Load Balancer. Darunter die Dinge, die sehen die Leute aus nicht. Außer Matrix, das ist noch ein bisschen anders. Aber es ist nicht vollständig auf Grafik hier. Aber mal so ein Beispiel-Setup, was alles gesichert werden muss. Und das sind einige Dinge, also Barebone und Docker und Postgres-Datenbanken. Schon reines Chaos so ein bisschen. Und vor allem wiederherstellen. Der Talk kam zustande, als ich gehört habe von jemandem, okay, kümmere ich mal um Backup, weil ich war da im Cloud-Projekt drin, habe gesagt, okay, du musst jetzt Backup machen. Anna hat gesagt, Backup brauchen wir nicht. Aber die Leute schreien immer, wenn es gecrasht ist, brauchen nur Restore. Deshalb meine Sichtweise, Restore. Das war erstmal das Setup von der Software, Setup von der Hardware. Das sind verschiedene virtuelle Server, unten dargestellt als blaue Kästen. Und die einzelnen Dienste verteilt darauf. Ich habe auch nicht alle Dienste jetzt da aufgezählt. Wichtig ist, dass auch da bisschen Chaos herrscht, sprich, man hat verschiedene Dienste auf verschiedenen Servern. Nextcloud ein Server zum Beispiel, weil das stark sein soll und Matrix auch, weil der Anfragen kommen sollen, bedient werden sollen. Kann man auch anders machen, kann man auch schieben. Und ganz wichtig, rechts seht ihr einen Strich und da seht ihr ein Borg-Repo. Das Borg-Repo läuft getrennt, komplett getrennt. Getrennt heißt 100 Kilometer weit entfernt. Nicht wie vorgestern beim Talk 30 Meter von dem Abbrand da. Also 100 Kilometer weit entfernt, ein Borg-Repo am anderen Server. Hat auch den Vorteil, okay, ist entfernt, klar, wenn es brennt, brennt es nicht mehr ab. Man kann auch komplett getrennt andere Platten nehmen, andere billigere Platten nehmen. Ich habe also günstigere Platten, weil ein Backup braucht man nicht dauernd und vor allem nicht super schnell.
Das heißt, man kann komplett trennte Rechenzentrum auch so, was man will, und so sehen, dass es halt weit weg und günstiger ist. Und Borg gehe ich auch ein bisschen drauf ein. Borg habe ich genommen, weil es für mich ziemlich praktisch war an der Stelle. Was muss wiederhergestellt werden? Wir reden von Wiederherstellung. Wenn was gecrasht ist, also Server kaputt oder ein Dienst kaputt, was muss alles gemacht werden? Ganz am Anfang braucht man verschiedene Passwörter und Gruppen, also Super-User-Passwort und Nutzer-Passwort, zum Beispiel die Postgres-Datenbank oder Mail-Server der eigenen Nutzer und Passwörter. Das ist schon mal das Minimum. Dann braucht man die Pakete natürlich, die installiert werden müssen. Da habe ich Docker oder Postfix oder was auch immer, die da laufen müssen. Eigentlich schon so Sachen wie SSH-Server, also SSH-D muss gemacht werden, wenn man ran kann. So Dinge oder auch eine Firewall. Gibt es auch Firewall, nämlich NF-Tables muss darauf laufen, die Pakete müssen installiert werden. Dann als nächstes kommen die Container-Images, die müssen wiederhergestellt werden, also runtergeladen. Ich bin bei Docker, sprich, also ich nehme Docker-Images, sprich, lade die Images auf Docker-Hub runter. Und dann müssen die Verzeichnisse vorbereitet werden, wo das Ganze reinkommen soll. Da ist wichtig, dass es für mich wichtig, dass es streng getrennt ist. Das heißt, ich habe vom ganz anderen System getrennt. Das heißt, ich habe also unter Opt abgelegt. Opt, irgendwas sind die Dienste, die statischen Daten. Und Opt, war Opt sind die Bestandsdaten, also die Daten, die anfallen, ja, sozusagen. Genau, ich stelle jetzt nochmal dummerweise da, Datenverzeichnis, das war Opt und die Datenbank liegen unter dem Datenverzeichnis immer drin, war Opt, Dienstname, PG-Data, sprich die Postgres-Datenbank. Also alles unter sauber abgelegt, damit man es wiederherstellen kann, ohne es an das System zu berühren. Und hin steht, wer das macht. Ich nutze Ansible Scripts, um die Sachen zu installieren. Hat einen Vorteil, ich habe ein Skript, ist okay, mach und dann wird es wieder wie vorher. Und da ist eine wichtige die Trennung. Oben seht ihr 4 Ansible-Zeilen und 2 Restore-Zeilen. Der Trick ist halt rauszufinden, was macht Ansible und was mache ich selbst mit meinen Skripts. Zum Beispiel muss ein Dienst eingerichtet werden, der muss erstmal laufen. Postgres-Datenbank, die muss laufen. Da hat die einen Benutzer, nämlich einen Postgres-Nutzer. Den stelle ich nicht wieder her, da komme ich mich nicht drum. Dann wird die Datenbank eingelesen und alle anderen Krempel reingebaut. Auch bei Nextcloud oder so. Oder auch bei allen möglichen Diensten gibt es immer einen Admin-Benutzer, möglicherweise, der von vorne angelegt wird, default. Und das wird gemacht. Und dann danach kommt die Herstellung der ganzen Daten, die im Laufe des Lebens des Ding angefallen sind. Wichtig auch, es gibt, sind sozusagen 2 Phasen. Die erste Phase ist auch die Phase, wenn man das überhaupt installiert. Wenn ich sage, ich will auf dem Server frisch den Dienst installieren, läuft Ansible ab. Das ist dasselbe, als wenn ich wiederherstellen will. Also ich habe da keine zwei verschiedenen Methoden, sondern ich sage, okay, wenn ich einen neuen Server aufsetze, läuft es ab. Und dann kann ich entscheiden, ob der frisch weiterläuft oder ob ich noch mit dem Restore die Restdaten reinhole. Das bedeutet auch, ich kann mit dem System auch Dienste umziehen. Ich kann mal gleich auch sehen, wie es gemeint ist. Ich kann sagen, okay, ich habe einen neuen Server, dann hole ich mir die, das läuft wunderbar, und dann hole ich mir die Daten vom anderen Server Backup rein. Und da habe ich einen Dienst umgezogen. So schnell geht das. Geht halbwegs unkompliziert. Ich zeige mal ein einzelnes Skript. Zum Beispiel kann man es gut lesen. Soll ich größer machen? Geht, okay. Zum Beispiel, was an einem Server
von vornherein gemacht werden muss. Kennt wahrscheinlich jeder, ist banal, aber muss man darauf achten. So Dinge wie Time Zone und Language. Und dann brauche ich die, mounte ich Directories von anderen Volumen, also von anderen Servern sozusagen. Und dann, weiter unten gibt es noch Links dazu, dass alles klappt. Und dann nochmal ein bisschen aufräumen. Das war es im Prinzip für den Host einrichten. Da gibt es ein Skript, die User einrichten. Ich brauche ein, zwei Benutzer, das zeige ich jetzt hier nicht. Da bin ich Nutzer eingerichtet. Und dann kommt schon als nächstes, dass man einen Dienst einrichtet. Zum Beispiel den Single Sign-On mit KeyCloak. Da braucht man die Nutzergruppe, den Benutzernamen und dann die Verzeichnisse, wie ich vorhin geschrieben habe. Und dann braucht man halt, danach kommen die Skripte, die ich auch noch zeigen werde, die Backup- und Restore-Skripte. Thema gibt es auch noch. Und dann, wenn die Skripte aktiviert und dann kommt der Container. Also ich lade ein Image runter vom Docker Hub und das wird dann gestartet. Und dann wird, oben ist das die Postgres-Datenbank, das oberste ist die Datenbank für Postgres und dann der Container selbst und der läuft dann, das war's. Dann, das ist das Skript, dass das erstmal der Dienst läuft. Und das Skript habe ich jederzeit parat. Also wenn es crasht, Knopfdruck, dann läuft das. Das zweite Skript ist dann logischerweise, was passiert danach, wenn der Dienst läuft. Das Spannende. Wenn der Dienst dann läuft und ich entweder umziehen will oder es gecrasht hat vorher, dann stelle ich halt läuft das Skript ab, das bohrt man noch ein bisschen drauf, es löscht einmal komplett, es schmeißt komplett das Datenverzeichnis weg, da wir ein Datenverzeichnis haben, wo alles drin ist. Einfach Datenverzeichnis wegschmeißen, Ruhe ist. Und dann holt es mit Borg-Extrakt die letzte Datensicherung rein, da ist ein bisschen Magie dahinter, dass genau die letzte Datensicherung findet. Und dann wird die Datenbank eingelesen in den Container mit dem Docker exec und mit Docker exec wird die Datenbank gelöscht, falls sie da sein soll, das aufräumen, also Docker exec mal alles wegschmeißen, was da drin sein könnte und dann in der zweiten Zeile mit ganze Zeile unten wird es eingelesen, die Datenbank. Das war's. In diesem Fall ist so, dass bei dem KeyCloak, der braucht nur die Datenbank. Der braucht keine Verzeichnisse zurücklesen. Also da fehlt ein Teil. Der muss nicht kompliziert Verzeichnisse erstellt werden. Er hat nur einen Datenbank eingelesen, dass Ruhe ist. Ansonsten würde vorher noch kommen, nach dem Borg-Extrakt. Okay, Borg-Extrakt macht auch die Verzeichnisse, aber beim KeyCloak ist da nichts sozusagen. Das können wir uns jetzt mal angucken. Also mal als Demo. Da haben wir es. Ich bin jetzt auf dem Server. Bin auf dem Server und da gehe ich jetzt in das Verzeichnis rein, wo die Skripte stehen. Das ist jetzt vom KeyCloak, von dem ich nenne den Dienst Login, LGN, weil der das Single Sign-On macht. Beim KeyCloak Login ist das Restore- und Backup-Skript. Und ich lasse mal das Restore-Skript, gucken wir uns mal an. Was da gemacht wird, ich muss den KeyCloak stoppen, denn ich vermurkse ja seine Verzeichnisse. Ich lösche die Verzeichnisse, lege die komplett nur an. Und da mache ich meinen Stopp sicherheitshalber. Es könnte ja sein, dass da was schief geht. Schöner wäre es ohne Stopp, aber ich muss stoppen. Dann wird die letzte
Haben wir gesehen, die letzte Datensicherung eingelesen. Und dann wird Keycloak die Datenbank gelöscht und Datenbank eingelesen. Jetzt lassen wir es mal laufen, wie schnell das geht sozusagen. Da macht er so eine Meldung, der ich abschalte. Das war's schon. Also das ist nicht, keine große Installation, das ist nicht viel Nutzer, aber so schnell hat man es wiederhergestellt. Also wenn es gecrasht wäre, komplett der Server Keycloak, das Skript laufen lassen, alles wieder heil. Funktioniert. Wir können an der Stelle auch noch an der alles wird funktioniert wieder. So, jetzt gehen wir wieder in meinen Talk mal rein. Also, wir haben gesehen, es wird wiederhergestellt durch Ansible, was wir nicht laufen lassen haben, die Grundsachen und dann wird ein Cut gemacht und dann werden die Daten reingelesen durch mein Restore-Skript. Es gibt kompliziertere Anleitungen. Also zum Beispiel, das ist jetzt die Originalanleitung im Nextcloud, in Dokumentation, wie macht man einen Restore. Und da meine ich, fehlt was. Also die sagen, okay, du musst die Configuration Directory restoren, Data Directory, Database und Theme Directory restoren. Was da fehlt, ist halt, dass man Nextcloud auch hinkriegen muss. Muss Nextcloud starten und hinkriegen. Das steht da nicht. Logischerweise machen sie gar nicht anders, aber das ist der Teil, der dann von Ansible gemacht wird bei mir. Und dann geht es weiter mit dem Restore. Wenn Ansible läuft, das Configuration Directory ist dann leer, Data ist leer oder mit Default-Werten belegt, dann wird alles eingelesen, was vom Vortag oder der Datensicherung kam. Das haben wir jetzt, das war es, genau, Ansible, das war jetzt das Beispiel, was wir schon gesehen haben. Ansible startet Keycloak und Postgres und Restore stellt den Rest wieder her. Ich will noch mal zeigen, dazu muss natürlich auch das Datensicherung. Nextcloud ist komplizierter, das Skript ist länger, da muss ich tatsächlich die Container stoppen und dann Datensicherung löschen. Bei Nextcloud ist, ich kann Nextcloud da nicht weiterlaufen lassen, wenn ich die wieder einlese, weil ich nicht Gewährleistung habe, dass beim Einlesen, also dass im Nextcloud-Verzeichnis die vollkommen in Ordnung sind. Das heißt, ich muss die komplett löschen und neu machen. Ich kann nicht davon ausgehen, da fehlt noch was, da könnte auch was Schlechtes drin stehen. Ich mache komplett löschen und neu einlesen. Deshalb muss ich Nextcloud Container stoppen, damit sonst greifen die halt Container plötzlich auf ins Nirvana. Ja. Im Prinzip ist es immer dasselbe wie auch beim Keycloak, so beim Nextcloud dauert ein bisschen länger. Und beim Nextcloud sind tatsächlich massiv Daten im Verzeichnis drin, während beim Keycloak nur Postgres-Daten existieren. So. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich muss die Daten ja irgendwo haben. Ich muss sie erstmal sichern, bevor ich restaure. Ich habe schon gesagt, separater Standort, 100 Kilometer weiter, günstiger Streichplatz, verschlüsselt. Habe ich es gemacht, klar. Und dann hat jeder Cloud-Server sein eigenes Repository. Und jeder Cloud-Dienst hat ein Archivpräfix. Also jeder Cloud-Server hat ein eigenes Borg-Repository. Das ist wichtig. Ich habe ja, vorhin habt ihr gesehen, ich habe mehrere Server. Und die laufen nachts, laufen Backup. Und ich brauche einen Log. Also ich muss zusehen, dass die Backups nicht quer kommen. Das heißt, jeder Server kann auf ein eigenes Repository einfach, wann er will, hochladen, fertig, aus. Und dann habe ich für jeden Cloud-Dienst, also dieses Login oder Nextcloud etc., einiges Archivpräfix. Also ich habe Archive, die heißen alle anders. Das hat den Vorteil, dass ich dann schön die sortieren kann, die Archive. Ich kann mal ein Beispiel zeigen, wie es aussieht. Was ich meine, das sind jetzt die Archive, die von diesem Server gesichert werden. Einmal Borg, das ist ein allgemeines Archiv, da wird Borg, nenne ich das, was gesichert wird,
an Barebone-Daten, also etc. Und so Dinge halt, ja, vom Server. Und dann dir sind die, ist es LDAP-Verzeichnis, die LDAP-Daten, LGN ist die Kekulog-Daten und die werden alle einzeln, jeden nachgesichert, wie ihr sehen könnt, alle einzeln. Dann kann ich sagen, okay, mir ist Kekulog gestorben, ich lese nur Kekulog wieder ein. Oder mir ist LDAP gestorben, ich lese LDAP wieder ein. Was natürlich nicht unbedingt perfekt geht, wenn die haben ja Zusammenhänge und wenn die Zusammenhänge dann zu kompliziert sind, wenn man nicht sicherstellen kann, dass Zusammenhänge dann gewahrt bleiben, dann muss man weiter einlesen. Okay, aber man kann es machen. Was man auch machen kann, ist hier, das sind jetzt die alle Daten von dem Server A00. Und A01, A02, A03 sieht es genauso aus. Ich kann jetzt auch sagen, okay, ich nehme, wenn ich umziehen will, lies mir ein Restore, die Daten vom Server A01 hier rein oder auch A05 oder so. Ich kann also beim Restore angeben, welchen Server ich einlese. Ich kann umziehen. Einmal auf dem neuen Server EnSelbst-Skript laufen lassen, dann Restore vom alten Server und hat man umgezogen. Oder dupliziert, um was ausprobieren zu wollen. Ja. Was auch gemacht wird, das finde ich endlos, das Ganze. Diese Namen sind auch wichtig, damit ich da alte Dinge rausschmeißen kann. Also ich schmeiße nach einer Woche die Tagessicherung raus, nach 12 Monaten die Monatssicherung raus und nach 3 Jahren die Jahressicherung raus. Und das wird aber gemacht pro Dienst einzeln. Das heißt, wenn ich dann hier zum Beispiel sage, hier gehen, dann sehe ich, was ich an den Keycloak-Login-Daten gespeichert habe und dann läuft ein automatisches Skript ab, jede Nacht, okay, schmeiß wieder Essen raus. Das Skript kann man, ja, die Skripte stehen, also was passiert nachts? Nachts läuft ein Cronjob, jede Nacht auf jedem Server um 5 Uhr morgens. Für morgens deshalb, weil das ein bisschen angenehmer ist für die Amerikaner. Also ich habe sozusagen Leute, die in Kalifornien drauf zugreifen und denen ist dann Mitternacht zu blöd, was mittags ist bei denen. Ja. Weil ja gestoppt werden muss leider. Wo ich denke, also jede Nacht läuft ein Cronjob und dieser Cronjob den Cronjob kann ich zeigen. Der Cronjob lässt dann auf diesem Server zum Beispiel auf diesem Server laufen zum Beispiel 4 Skripte nachts ab. Das 00 Borg läuft als erstes ab, das bereitet alles vor, das legt auch ein Borg-Repository an. Also das geht dahin, das Skript zeige ich gleich noch, das geht dahin, automatisch legt es nach ein Repo an, falls noch keins da ist. Und wenn eins da ist, dann bereitet es vor. Und dann wird der Keycloak und der Slapday backup und dann Prune ist das Ding, was aufräumt. Als die alten Backups wegschmeißt. Danach der alte Trick, das wird sortiert nach lexikografisch, also alphabetisch. Das heißt, 00 kommt vorne hin, ZZ kommt am Ende. Und damit stelle ich sicher, dass ich halt nicht das Backup irgendwann überlaufe, sondern ich nur die Anzahl Dinge habe, die mir reichen. So. Genau, jeder Cloud auf sein eigenes Repo und jeder Cloud-Dienst ein neues Präfix. Haben wir schon gesehen, die Skripts haben wir sortiert. Das war es im Prinzip, was ich zeigen wollte an der Stelle. Was wir nochmal zeigen können, wie ich
wie ich zum Beispiel, wir haben gezeigt, wie ich zum Beispiel ein altes einspiele. Ich könnte zum Beispiel jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe mal gesehen, ich habe die Datensicherung täglich. Ich nehme mal jetzt die Datensicherung von vorgestern. Ich weiß, dass ich nichts daran geändert habe. Das geht also. Lege also fest und dann lasse ich das Skript nochmal laufen. Okay, das war's nicht. Okay, sorry. Das war natürlich jetzt. Okay, das darf ich nicht passieren dürfen, sozusagen. Geht immer noch. So. Also das geht immer noch. Also nur das vom gestern einlesen habe ich jetzt nicht geschafft. Okay, also mache ich heute. Ich werde mich nicht jetzt ausprobieren, bis dran, sondern ich sage, okay, das gestern kann man auch einlesen. Okay. Ich wollte 20 Minuten Vortrag machen und dann Zeit lassen für Fragen. Ich hoffe, ich habe ungefähr einen Überblick geben können, was da passiert. Und gerne Fragen. Oder alle Dinge noch. Ja, ich habe Fragen. Also ich glaube, das Mikrofon ist gerade tot. Mein Mikrofon geht aber noch. Meins geht noch, oder? Okay. Habt ihr Fragen? Ah, gerne. Das einfach. Es funktioniert. Klar, Moment. Ja. Und wäre es das möglich, es auch in Ansible zu schreiben, so dass man ein Playbook hat mit den Parameter von dem File, was man restoren will, und Ansible spielt das einfach ab? Ja, geht, klar. Also dann, aber Ansible läuft ja auf dem lokalen Rechner und macht was auf dem Server. Okay? Und das Restore-Skript läuft auf dem Server nur. Okay, das kann man machen. Ich habe das aber getrennt, weil dieses Ansible laufen lassen, das kommt im Prinzip nur einmal vor und beim Crash. Und das Restore benutze ich teilweise auch, um umzuziehen. Also die Trennung, um Dinge umzuziehen. Klar, kann man machen. Man kann auch sagen, okay, ich habe auf meinem Rechner Ansible drauf und das Restore-Skript drauf und der macht das dann, klar geht. Es gibt auch andere Installationen, wo es gemacht wird, zum Beispiel bei dem Matrix
Docker-Installation bei Ansible, da machen die genau das. Das hat jemand anders geschrieben. Da gibt es ein Ansible-Skript zum Wiederherstellen. Ja, glaub schon, ja. Da habe ich noch eine anschließende Frage. Das Beispiel mit dem Löschen der Keyclock Postgres-Datenbank. Ja. Also wäre es vielleicht nicht einfacher, das ganze Postgres-Volume dann in dem Fall zu löschen oder die Daten, die Postgres-Docker-Container stoppen, Daten zu löschen oder das Volume und dann das hochzufahren, weil wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht Keyclock hat, eine etwas Production-Datenbank, da sind ja mehrere Database, die man dann löschen muss, dann müsste man das ja alles dort eintragen. Also, ich habe aktuell tatsächlich für jede Service eine eigene Postgres-Datenbank. Nextcloud sagt da in Spezifikation, okay, bitte mach eine eigene Datenbank, nicht mehrere. Du hast recht, wenn man eine Datenbank hat für mehrere Dienste, alles löschen ist natürlich. Nein, andersrum. Wenn man eine Datenbank hat für mehrere Dienste, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass man immer nur den einen Dienst aus der Datenbank löscht. Klar, geht gar nicht anders. Warum habe ich das so gemacht? Dass ich die Datenbank weiterlaufen lasse. Ich wollte im Prinzip Datenbank weiterlaufen lassen, im Gedanken darauf, dass auch andere Dinge da drauf laufen. Ich wollte halt nicht die Datenbank komplett platt machen, sondern sagen, okay, falls ich eine Datenbank habe mit mehreren Diensten, also bei mehreren Diensten speichern, dann kann ich nur den einen Dienst löschen und wiederherstellen. Und die anderen bleiben dann in Ordnung. Ja, bleiben dann ungetastet. Habe ich nicht implementiert jetzt, aber für Future Use sozusagen, okay, ich kann das machen. Klar, man könnte alles löschen und machen, geht auch, ja. Hat sonst noch jemand Fragen? Es ist auch ein bisschen spannend, bei der Postgres-Datenbank habe ich ein bisschen getüfteln müssen, bis das funktioniert hat. Also das pgdump und pg einfach einlesen geht nicht. Da gibt es auch ein anderes Skript, das heißt pgdump all und so weiter. Da muss man bei Postgres ein bisschen gucken, bis das funktioniert. Wenn teilweise ist es so, dass dann nicht alles gelöscht wird. Man muss auch eingeben, okay, bitte beim Neueinlesen löscht nochmal alles. Es gibt so ein Skriptparameter, das ist okay, mach Drop, damit es wirklich gelöscht wird. Wenn du weglässt, dann löscht er möglicherweise nicht alles und dann hast du einen Kuddelmuddel. Das war ein bisschen Fummelarbeit. Ja. In dieser Fummelarbeit bin ich noch nicht dazu gekommen, okay, nachzudenken, kann ich auch alles machen. Ja. Hat sonst noch jemand Fragen? Sonst vielen Dank für den Talk und für eure Aufmerksamkeit und ich denke, das war's. Okay.